du jetzt gesagt Charme? Ja, na sicher, das braucht schon auch. Okay, sie überfährt einen mit Charme. Man sieht manchmal, dass die Leute von nachdenken. Und in dem Moment gerade fragen, wo sind sie daheim? Und schon aufschreiben. Das ist so der sogenannte Killerinstinkt. Hoi, Werni. Hoi. Hoi miteinander. Hoi zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge am Tisch mit der Monika. Monika hat ein eigenartiges Hobby. Nicht Hobby. Nein, du schaffst in der Quise. Ja. Oder? Und du hast, ja, das ist aber schon ein Hobby, aber du tust es einfach intensiv betreiben. Nein, ich finde, das ist für unser demokratisches Recht, dass wir Unterschriften sammeln können für Initiativen oder Referendum. Und das sollte man auch wohnen, das geht auf friedliche Art und Weise. Jetzt machen wir so, du tust aus Leidenschaft, wie heisst das, der Schweizer Staat, nerven mit Referendumsunterschriften sammeln. Nein, das ist legal, ja, so sagen, oder? Aber eben, wie gesagt, du tust Unterschriften sammeln, und zwar auch sehr viel. Habe ich auch schon mitgekriegt, weil da kommen ganze Pakete mit. Ich glaube, für das Referendum 2, also Covid, jetzt habe ich auf der Strasse am meisten gesammelt. Ja. In Graubünden. Und auch für das Erste. Ja. Habe ich auch viel gehabt. Du bist eingestiegen wie als blutige Anfängerin. Ich gehe jetzt einfach mal schauen. Und wie fährt man da an? Ja, einfach mit den Unterschriftenbrettchen. Zuerst haben wir noch das zweite abgemacht. Aber dann noch habe ich gefunden, es ist mir zu kompliziert. Dann müssen wir hinreisen. Ich kann ja in meinem eigenen Ort sammeln. Ja. Das reicht eigentlich. Also du hast so Unterschriftenbrettchen mit der, wie heisst es? Mehreren Bögen. Mit mehreren Bögen drauf. Mhm. Und jetzt machen wir das so. Jetzt wird das so dann eingeblendet, da, wo man grundsätzlich einmal drauf schauen sollte. Da geht es eigentlich darum, um was es geht. Eine kurze eigentlich Erklärung. Oder? Und dann steht da oben schon wichtig, nur die gelben Felder ausgefüllt. Und dann leserlich schreiben heisst nicht, dass man nur lesen kann. Das Nein, sollte die Leser sollte es auch gut können lesen. Ja. In Blogschrift am besten. Genau. Zuerst wird einmal erklärt, um was es geht, oder? Das ist eigentlich in der Regel in allen Bögen so drin, dass man weiß, für was, gegen was man unterschreibt oder für was, wie auch immer. Dann wird erklärt, was passiert. Und dann tun wir in der Regel auch erklären, was das Beamtendeutsch auf echtem Volksdeutsch heisst, was es bedeutet. Also ich lese meistens den Artikel jetzt beim Stopp-Impfpflicht durch. Ja. Dass es um die geistige und körperliche Unversehrtheit geht. Genau. Schau, es geht um das, das und das. Dann Sie so informieren. Wenn Sie das da jetzt halt einmal so nicht verstehen. Dann sagen Sie, okay, dann unterschreiben. Dann haben wir da unten das gelbe Feld. Kanton, sagen wir jetzt einfach Graubünden. Postleitzahl, nehmen wir jetzt einmal, was ist das? Kurwalde 70-74, keine Ahnung. Und jetzt ist wichtig, politische Gemeinde. Wenn jemand von einer anderen Gemeinde ist, wo, das gibt ja immer mehr so, wie heißen es da, die Zusammenschlüsse? Ja. Die können alle auf einen Bogen. Die gehen auf einen Bogen. Mhm. Aber man sollte sich schon sicher sein. Ja. Wenn man nicht sicher ist, lieber einen anderen Bogen ausfüllen. Okay. Dann, das ist, dann kommen wir zum nächsten. Also ich muss sagen, es geht natürlich darum, dass die was kontrollieren, dass sie es möglichst einfach haben zum Kontrollieren. Ja. Die Bögen werden so wie insofern kontrolliert. Das heisst, es wird in der Gemeinde angefragt, wohnt der Hans Müller bei euch? Mhm. Ja. Ist der unterschriftsberechtigt, wie auch immer, ja, und dann ist die gültig. Mhm. Wenn der Heinz Müller jetzt sagt, ich gehe auf dem anderen Bogen, dann ich auch nochmal unterschreiben und Unterschriften sammeln, dann finden die das so aus und dann werden die einfach gecancelt. Also, ich tue jetzt bei dir unterschreiben und dann tue ich bei dem unterschreiben, den gleichen Bogen, so, geht schon, aber ist nicht gültig. Bringt nein, natürlich nicht. Nicht. Und das meine ich. Das Wichtige ist auch, dass man sicher ist, dass jemand ist, der einen Schweizer Pass hat. Das kommt auch, genau, das kommt auch dazu. Schweizer Pass, das ist 18-jährig mindestens. Nicht nur da gewohnt, also Schweizer muss sein mit Pass, 18-jährig. Und? Man wohnt jetzt. Hat er eigentlich in der Regel auch. Dann beim nächsten Feld unten drauf, Vornamen, Namen, Blogschrift. Eigenhändig, deutlich, leserliche Handschrift. Was ist eigentlich, ich sage mal so, was ist, wenn jemand jetzt nicht gut sieht, nicht älter ist und kann nicht schreiben? Darfst du dem helfen? Ich habe es auch schon gemacht. Ja. Ich nehme an, es geht. Oder es hat schon mal bei einer blinden Frau hat den Marsch unterschrieben, also alles geschrieben, die Unterschrift nicht. Ja. Und dann hat das
Ich glaube, die Unterschrift sogar auch. Aber der hat das schon öfters gemacht. Da habe ich gedacht, ja gut, also, die hätte ja nicht können. Ja. Aber da hat es auch ein bisschen, beide Schriften sind ein bisschen anders gewesen. Es geht einfach darum, normal muss jeder selber ja, aufschreiben. Sicher. Also sicher, Name, Vorname muss er selber schreiben. Ja. Geburtsdatum und Strasse, so steht ja da nicht, dass er das muss selber schreiben muss. Das dürfte ich schreiben. Okay. Und viele tun dann das aktuelle Datum reinschreiben. Fragen sie aber, was haben wir für einen Tag? Nein, Geburtsdatum. Okay. Und was auch noch wichtig ist, wenn jetzt zum Beispiel du hast da sechs Unterschriften gesammelt, jetzt kommt eine Familie mit vier also zu vierten eine Familie, alle wohnen im gleichen Haus, wie auch immer. Keine ganzen Viertel. Das heisst, alles ausschreiben. Alles ausschreiben, keine ganzen Viertel. Okay, gut. Dann, was mich wahnsinnig unternimmt und dann auch vielleicht eine Hilfe ist für die, die sagen, hey, ich habe genug, ich will auch mithelfen, und jetzt Unterschriften sammeln. Es gibt Videos, die vorschlagen, du machst einen Stand vorne mit Banner, dann kommen die Leute her, weil die sind ja schon informiert, die wollen Informationen, die wollen dann auch helfen und unterschreiben. Und du gehst da einen ganz anderen Weg. Du kennst nichts, mit in eine Einkaufspassage rein. Also draussen natürlich, auf dem Gemeindeboden, nicht im Laden rein. Ja, nein, weil wir meinen, mit in das Getümmel rein, wo Haufen Leute sind. Und also einer hat einmal erzählt, dass er vor einem Babycenter gestanden ist. Und er hat 200 Unterschriften in einem Tag gehabt. Mit wie du? Was hat denn ja, das Babycenter halt, an sich? Da sind halt immer die werdenden Eltern oder Eltern und vielleicht auch ehrlich mal Großeltern oder so sind miteinander einkaufen. Und durch das hat er immer eine Gruppe zusammen gehabt. Das ist ganz geschickt gewesen, hat mich auch gedacht. Also wir sind auch schon bei der Bade gegangen. Ja. Also einfach dort, wo halt ein bisschen Leute mit, noch gerne mit Kindern vorbeikommen. Du hast auch weniger gute Erfahrungen gemacht. Wenn ich einen Stand aufstelle und darum stehe, das ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich, brauche ich eine Bewilligung dafür. Ich glaube sogar, das muss man bei jeder Gemeinde machen. Also wenn man einen Stand aufstellt, also der öffentliche Grund dort nutzen, nicht normal nutzen, sondern ein bisschen außergewöhnlich nutzen, dann muss man eine Einwilligung oder Bewilligung auf der Gemeinde. Genau. Und mir ist es Davos passiert, wo ich einfach die Strasse normal genutzt habe. Also du bist nicht mehr im Stand, du bist zu Fuß unterwegs. Ich bin zu Fuß unterwegs mit den beiden Klemmbrettchen unter dem Arm und wir haben das verabredet. Es waren noch ein paar andere dabei gewesen, via Chat. Und alle sind schon bereits auf der Lenzerheide abgefangen worden. Dann sind sie übergefahren auf Davos. Und das war auch im Chat ersichtlich gewesen. Und dann bin ich normal die Strasse gelaufen und die sind gerade zu einem Kaffeehaus gekommen, haben mich angehalten und Personalien wählen. Und haben mir gesagt, ich habe keine Bewilligung dort mit. Ich habe mehr Platz verweist, ich darf da nicht mehr sammeln. Das hat alles nicht gestimmt. Das war letztes Jahr. Im Herbst. Oktober, November. Ja. Das war das erste Covid-Referendum. Ja. Du hast ja dort hast du relativ angefangen mit dem. Dort hast du das noch nicht gewusst, einen Platzverweis mündlich, wenn der Polizist jetzt kommt mit einem mündlichen Platzverweis. Ich müsste auch sonst höchstens den Vornamen und das Geburtsdatum sagen, aber ich müsste keinen Ausweis zeigen. Und er darf dich nicht wegschmeissen. Darf er auch nicht, sicher nicht. Weil das ist laut Gesetz erlaubt und legal. Ich meine, wo will man denn sonst Unterschriften sammeln? Ja. Eben, ein Stand ist etwas anderes, aber wenn man normal die Strasse nutzt, hat man das Recht, die Unterschriften zu sammeln. Mhm. Gibt es da gewisse Tipps oder Tricks, wie man kann die Leute ansprechen kann? Wie gehst du auf jemanden zu, hey, unterschreib da? Nein, sicher nicht. Ich frage einfach, darf ich sie etwas fragen? Dann, die meisten sagen ja. Also es gibt halt einen Haufen Leute, die sich mit dem Thema gar nicht befasst haben. Das kannst du nicht machen. Und aber dann sagst du, dann darf ich Sie etwas fragen. Ja, kennen Sie das Impfpflichtreferendum? Ja, oder ich sage, ich sage am Sammeln von Unterschriften wegen dem Referendum für das zweite Referendum vom Covid-Gesetz. Und dann rede ich dann dieser Person an, ob sie noch mehr wissen wollen oder wie sie reagieren. Hast du das mit der Zeit als Routine gekriegt oder ist das ein Vorteil, wenn du in der Akquise arbeitest? Ich bin es gewöhnt, Leute anzusprechen. Ja. Das macht mir nichts aus. Man muss ja keine Hemmung machen. Man macht ja etwas ganz Legales, was uns in einer Demokratie oder was wir dafür übrig haben, zusteht. Was kannst du denen, die sagen, ich will jetzt auch anfangen, ich will auch mithelfen, ich habe mir Bürger geholt, was kannst du denen empfehlen, wie sie dran gehen sollen? Wo sollen sie mal anfangen? Ja, eben auch immer, wo viele Leute herkommen, mit zwei
Unterschriftenblatt gelesen, nächstens sogar drei, weil wir das mit dem Geld, Bargeld ja noch haben. Mehrere Kugelschreiber. Ist am Anfang mit einer noch schüch und wie sagt man dem, was unsicher ist, am besten vielleicht das zweite gehen. Ist das etwas, gut, das kennst du nicht unsicher. Kann man, aber das nutzt nichts, mit der anderen steht mal an der Ecke, also man ist nicht zusammen. Dort oben, ich ja. Bin nicht allein. Ja, vielleicht, wenn das jemand braucht, soll es so machen. Mhm. Vielleicht für das erste Mal. Dann tut man sich ein bisschen absprechen, wie was man für Erfahrungen gemacht hat. Und einfach weiter, nicht zu lang natürlich bei einem argumentieren, das bringt auch nichts. Also wenn einer sagt, nein, ich bin dagegen, dann muss man nicht überzeugen, dann sagt er, komm zum Nächsten. Genau. Das ist verlorene Zeit. Genau. Das ist sehr interessant, weil wenn du überlegst, wenn du anfängst, Leute bekehren wollen, oh, aber, das ist alles in dieser Zeit, hättest zwei, drei andere gesagt, hey, ja, ist gut, ich unterschreibe. Was sind positive Erfahrungen, die du so gemacht hast? Ja, es haben Leute einfach gefragt, was sammeln sie, und ich hoffe das, und oh, ganz gut unterschreiben. Oder gute Gespräche mit einer Frau angefunden, das ist alles viel zu fest überzogen. Und die wird es schon wieder mal gesehen, dort zu lang gewartet mit deren Kontakt. Das sind wirklich gute Gespräche, oder? Ja. Die sind froh, wenn sie mal darüber reden können. Und dann erzählen auch, dass wir uns da oder dort mal treffen, dass wir wieder normal reden können. So Sachen. Also einfach freundlich sein und irgendwie versuchen, das ist immer das Wichtigste an der Krise, dass man einen persönlichen Bezug bekommt, eine Beziehung schafft. Mhm. Relativ rasch. Das ist für jemanden, der das nicht macht, nicht kennt, unheimlich schwierig. Gibt es da irgendwie so keinen Trick, auf was man schauen soll? Ich kenne dich einfach, du gehst drauf los, zack, bumm, da ist es. Ob ja. Jemand überfährst oder nicht, scheißegal, da ist jetzt. Monika ist da, zack, bumm. Ja, das ist. Es braucht Charme. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das Mut braucht. Das hast du jetzt gesagt, Charme? Ja, na sicher, das braucht schon auch. Okay, sie überfährt einen mit Charme. Charmante Hartnäckigkeit. Das klingt gut, das ist diplomatisch korrekt und so. Charmante Hartnäckigkeit. Weil, wenn wir oder gehen, bewerben, habe ich gesagt, mein Schicksal ist mein Schnurren. Das kann man positiv oder negativ sehen. Es gibt aber den Spruch, wenn du mal stirbst, muss man die Schnurren extra tun. Aber es trifft dich nicht zu. Nein. Nein, man muss auch wissen, man sieht manchmal, dass die Leute von Anfang nachdenken. Mhm. Und in dem Moment gerade fragen, wo sind sie daheim? Und schaffen ausschreiben. Das ist so. Sogenannte Killerinstinkt. Plötzlich wollen sie von nachdenken. Oder man muss ein bisschen Zeit geben und dann gerade einhängen, wo sind sie daheim oder Z-Führer suchen oder anschreiben oben. Charmant überfahren. Ja, das gehört dazu. Nein, das ist gut. Ich finde es einfach lustig, weißt du? Das sollen die Leute auch erfahren, dass man nicht so muss. Ja, darf ich bitte da? Du kommst, tak, boom, lock, ja, tak, boom, so geht's. Wir stellen einfach etwas Gutes ein. Wir haben einfach wieder unsere alte Bundesverfassung und wir wollen noch nicht überfahren werden. Sie überfahren uns ja mit diesen Gesetzen. Ja. Nicht mehr. Also, dass man bis in unsere Körpersaft, wie der Körper lange sagt, will reinregieren, das geht einfach nicht. Also, es ist natürlich heftig, wenn man das überlegt, was innerhalb von eineinhalb Jahren so auf den Kopf gestellt worden ist, oder? Und wenn man das Tempo anschaut, die tun alle ein, zwei, drei Wochen, wie auch immer, entscheiden sie etwas, zack, bumm, neues Gesetz, zack, bumm, wir machen das, zack, bumm. Dann ist eine Referendumsfrist, 3 Monate normal, oder? Musst Unterschriften sammeln. Und dann gibt es nirgendwo eine Abstimmung. Du kommst gar nicht mehr nach mit dem Tempo, das dir an den Tag liegt. Früher war die Politik mal unheimlich träge. Und bis da etwas entschieden worden ist, ist es 2 Jahre gegangen. Jetzt wird es 2 Wochen. Das hat immer mit groteskeren Zeugen an. Auf jeden Fall. Ich meine, wir finden das auch nicht lustig, dass wir müssen alle Scheissbote Unterschriften sammeln müssen. Wir könnten auch etwas anderes machen. Vor allem ein Abstimmungsbier, das nicht vollständig ist, das geht überhaupt nicht. Und das verstehen viele. Ja. Dann habe ich auch schon in den Kommentaren gelesen, wir sind alles zahlt. Darum können wir das machen. Zahlt? Nein. Du Kohle. Ganz bestimmt nicht. Also, nein, ich habe 2 Kinder. 6 und 28 und ich will, dass die frei leben können. Ich habe eine freie Jugend gehabt. Ja. Ich habe gehört von einer Kollegin, die haben sich einmal in der Tiefgarage getroffen im Winter. Ich finde das entsetzlich. Also jetzt hier? Ja, im Winter, ja. Corona-Winter? Ja. Wo haben sie hin wollen? Haben sie zugesehen? In der Tiefgarage? Ja. Boah.
Schlimm, oder? Ja, so wie Zimmer fangen. Oder im neuen Steinbock haben sie zuerst eine Bank, die beim Fenster gestanden ist, haben sie sie einfach umgekehrt. Ja. Und offenbar sind da gleich noch ein paar drauf geguckt. Und ein paar Tage oder vielleicht eine Woche später bin ich wieder mal da reingelaufen, da haben sie die Bank auf die Lehne gestellt, dass man ja nicht drauf sitzen kann. Das ist einfach grotesk, ja. Bis zum Abwinken. Und vor allem sind ja für all das keine Belege da. Mhm. Wir tun wenigstens gut belegen, indem man hier eins nach dem anderen dran geht. Die Unterschriften sammeln, was ist, ich sage mal, ist das schlechteste Erlebnis gewesen, das in den Fuß kam? Oder hast du noch andere schlechte? Ja, einer, der hat mir kaum mal gesagt, um was es geht. Er hat gesagt, wisst ihr was, am liebsten würde ich jetzt mit Ihnen da oben in die Polizei gehen. So? Ja, hat er die einfach angegriffen, oder wie? Ja, einfach verbal schon, ja. Ja, ja. Eben das meine ich. Geht es noch? Er hat Masken angehabt und so, also, und wir sind draußen gestanden. Also, wir machen etwas absolut Legales, stehen ein für die Schweiz, so wie wir sie kennen. Und dann dürfen wir das auch machen. Wenn man so unterwegs ist, lernt man auch die Leute ein bisschen kennen, das Verhalten so. Lernst du jemanden einschätzen? Ja, es hat auch Leute dabei gehabt, die ich schon kennt habe. Ich dachte, das ist ja unmöglich. Dass er, also seine Frau ist keine Salonin. Und er ist so Privatpilot. Jetzt. Und er schon geimpft und alles. Die wollen gehen auf Seychelles und das ist so ganz schlimm. Ja. Wenn sie wissen, oder? Aber dann weißt du gerade, mit denen kannst du gar nicht mehr zu haben. Vorher haben wir es immer gut gehabt. Wir haben in einem Verein zusammen geschafft. Sie war die Präsidentin und ich Aktuarin. Alles tiptop. Ich habe mit ihr noch nicht über das geredet, aber wenn ich gehört habe, wie er reagiert. Dann sagst du, okay, lassen wir es in Ruhe. Ja. Es hat nicht so alles sein. Man kann schon sagen, miteinander und füreinander und nebeneinander und gegeneinander. Aber wenn man der andere das nicht will, miteinander zusammenheben, dann soll er halt selber heben. Das ist halt eben die grosse Frage, warum sehen das so einen Haufen nicht, oder? Was eigentlich wirklich abgeht. Mhm. Die Männer nicht schauen oder haben Angst davor? Wenn ich habe jetzt hier gerade so ein paar Beiträge gesehen von Bernie von Australien. Mhm. Hast du das schon gesehen? Ja, beim Stricker gesehen. Ja. Also wenn ihr das gesehen, könnt ihr schauen, Bernie aus Australien. Den findet man auch unter Telegram. Ich tue es schnell einblenden. YouTube und Telegram links. Ganz schön ist auch gesehen, der Bakti beim Stricken. Ja. Nein, weißt du, was ich auf der Bernie gekommen bin? Wenn man schaut, die haben, was haben die 8, ich sage jetzt mal Kantone, Distrikte oder so, dort sagt einfach jeder, das läuft so, tack, bumm, fertig. Weißt du, so. Im Wald allein musst du eine Maske anziehen. Ja. Und nicht weiter weg als 5 Kilometer von daheim. Hat er erzählt, ein Obdachloser hat einen Bus bekommen, über 5'000 Dollar. Australische Dollar, ja. Dann hat der Bernie gesagt, viel Vergnügen beim Zustellen. Es ist traurig. Oder ein Hafen in China, hat der Ernst Wolf am BEFF erzählt, ist wegen einem positiv Testeten, sofern es wieder positiv ist, einfach zugemacht worden. Ein ganzer Hafen? Ein ganzer Hafen. Und dann weiss und Australien auch einen Lockdown, ich glaube, während 3 Tagen, weil sie einen positiven Fall gefunden haben. Und der war wahrscheinlich asymptomatisch positiv gewesen. Möglicherweise schon. Also relativ gesund. Ja. Also gesund, nicht krank. Das war nur ein positiver Test, gewesen, ja. Was ja noch nichts aussagt, weil es keine Infektion kann nachweisen kann. Ja, wenn man anschaut, wie die mit den Leuten umgehen, wir haben das BMT-Gesetz, ist schon angenommen worden in der Schweiz. Jetzt gehen noch das nächste und das nächste und das nächste Gesetz und dann haben wir genau das Verhältnis dafür, dass kann in der Schweiz legal so gehandelt werden wie in Australien. Voraussetzungen werden momentan geschaffen. Oder? Die Polizei, die kann einfach holen, zack, bumm. Also, die ganze Welt wird jetzt auf die Schweiz schauen, was am 28. November passiert. Mhm. Also, ich glaube auch, also wenn das abgelehnt wird, dann werden sich die Leute wahrscheinlich nicht gross an die Maskenpflicht halten. Ja. Und wenn es angenommen wird, dann geht der ganze Zirkus. Oder das Kasperletheater weit. Ich meine, ich ziehe keine Masken an, im ÖV nicht, ich gehe in die Läden, ziehe keine Masken an. Letzte Woche ist aber das Liechtenstein, eine Buskontrolleurin kam. Und danach habe ich gesagt, ich habe einen Attest. Und jetzt ist es gesehen, ich muss Ihnen das nicht zeigen, das könnte ja von einem Psychiater sein. Ja doch, sie müssen es sehen. Ich gesagt, nein, das muss ich nicht, zeigen Sie mir, was steht, dass ich das müssen zeigen. Ja, das müssen Sie nicht zeigen, muss ich eben, ich auch nicht.
Ja, da müssen sie aussteigen nach der Station. Und ich habe gesagt, nein. Das auch nicht. Ich habe eine, es gibt ein Personenbeförderungsgesetz. Sie müssen mich mitnehmen. Dann haben sie irgendjemanden angerufen. Und dann haben sie über, hat sie gesagt, ich habe ein SBB-Billett. Also offenbar haben sie auch über ein gültiges Billett geredet. Und dann wollte sie mir da das Telefon geben. Und ich habe gesagt, nein, wir sind nicht mit dem reden. Und dann bin ich dann aufgestanden, dort, wo ich musste aussteigen. Ist sie nicht nachgekommen? Doch, also sie ist dann auch dort gestanden. Und dann hat, hat sie dann zu dem Telefon gesagt, ja, jetzt steigt sie aus. Lass mir einen schönen Tag wünschen. Dann habe ich ein bisschen trotzig da und gesagt, das wünsche ich Ihnen nicht. Ich bin ausgestiegen. Nein, vor Zeit. Ja, ja. Ich hätte sollen freundlicher bleiben, aber dann... Eben, das wäre ich mal genug mit freundlich. Oder? Ja, also dann... Sie sollte sich erst mal sich selber informieren. Die wissen das selber nicht. Ja. Ja, das ist schlimmer, denn ja. Sie wissen auch einer von der Bahnpolizei, der hätte das Zeugnis auch unbedingt wollen und hätte da einfach referieren vom Epidemieschutzgesetz und so. Und das hat auch nicht gestanden, das ist schon nichts von dem. Ja. Durch das, dass du da Unterschriften sammelst, kriegst du noch ziemlich viel mit, was das bedeutet, was das heisst. Ja, rechtlich eigentlich. Da ist das so Weiterbildungsmal in Rechtswissen, so, wenn du das Zeug ja, sagst. Mein Rechtswissen, dann ist auch unser Jurist, Heinz Raschein. Und der hat mir auch gesagt, also es hat recht stark vor den Kopf gestoßen, dass sie so blöd haben, zu Davos oben. Ja. Die haben nur den Kopf können schütteln wegen dem. Und dann bekommst du auch wieder den Rücken halt, dass du weißt, sie sind illegal, nicht mehr. Ja. Die können uns nicht so in unseren Körper eingreifen, das geht einfach nicht. Können schon. Ja, können schon, aber dürfen nicht. Machen sie es, ja. Dürfen sie es, nein. Ja. Und da tun wir uns wehren. Ich sage immer so, ich habe zwei Kinder daheim bekommen, weil ich gefunden habe, wenn Kinder können im Bauch wachsen können, dann würde ich wahrscheinlich den Rest auch gehen. Deine bleibt ist noch keins. Nein, sicher nicht. Und es ist alles gut gegangen. Und wenn etwas vom Körper weg will, der muss weg können. Ja. Und niemand hat das Recht, uns hier eine Vorschrift zu machen. Niemand. Wir sehen schon, du bist so richtig, tack, so ist es. Jetzt ja. Ist fertig. Und ich glaube, wenn ich das mit der ganzen Kraft von einer Mutter, Löwe, Herz so quasi sage, dann kann ich gar nicht mehr sagen. Ich würde das im BS selber ins Gesicht sagen. Man merkt schon, du hast das Herz am rechten Fleck. Wir sind alles Herzmenschen. Und das Hirn noch dazu, das ist das Wichtigste. Das eine, das andere. Das geht alle nicht. Mit, nein, ich meine einfach mit beiden. Das Herz und Hirn, das braucht. Und über die Eier dürfen wir nicht reden. Da gibt es Frauen, die haben mehr Eier als Menge Männer, oder? Grundsätzlich noch eine Frage. Haben wir irgendetwas vergessen? Wenn es um Unterschriften geht, kommt noch irgendetwas in den Sinn, wo du den Zuschauer kannst mitgeben kannst? Eine Idee? Einfach auf die Leute zugehen. Sie können aber nicht den Kopf abhauen. Das ist eigentlich einfacher als irgendwas, was über du aufreisen. Da gehst du einfach mit dem Zettel her und sagst, hey, los, da musst du nicht sagen, schon mal Feuer oder irgendwas. Ja. Also es gibt Leute, die sich wirklich bedanken, also viele, die sich bedanken, dass wir das machen. Da, der, der Päckchen Zustellung macht, hier in Langquartier, der sagt, er hat immer so etwas unterschrieben, auch um die zu unterstützen, die Arbeit aufnehmen. Ja. Also, der hat gar, also hat schon gewusst, um was es geht, aber hat nicht gross gelesen und hat das gerade sofort unterschrieben. Aber Böschler, wo man fährt, kann man folgen. Egal wo, einfach den Mut haben, machen. Ja, auf die Leute zugehen. Freundlich sein. Und dann lernt man neue Leute kennen. Ganz sympathische. Auf jeden Fall. Also die meisten. Die unterschreiben, sind eigentlich die sympathischen. Die sagen, ich will nicht, die gehen ja eigentlich wieder. Weil das ist Zeitverschwendung. Kannst du gehen. Genau. Einfach mitmachen und helfen, dass das zustande kommt. Wir hoffen, es bringt für uns alle etwas. Und vielleicht auch für die ganze Welt. Herzlichen Dank für deinen Einblick. Gern geschehen. Und sammelt mit. Habe ich nicht mehr dazu zu fügen. Ciao miteinander. Ciao miteinander.